extrem ergreifend, euch alle hier zu sehen. Ich werde die Ortschaften gleich noch einzeln begrüßen, zumindest von denen, wo ich es weiß. Wenn ich einen vergessen habe, weil kein Schild da ist oder die Nachricht nicht ankam, dann schreit es einfach rein, dann sage ich es nochmal laut. Willkommen im besten Deutschland aller Zeiten. Und ich glaube, dass ich für jeden und jede Einzelne hier spreche, dass es ein wahnsinnig erhebendes Gefühl ist, wie viele Menschen heute hier zusammenstehen, um uns gegenseitig unsere Solidarität zu bekunden und allen im Land, die unter den Repressalien eines Systems leiden, das die Daumenschrauben immer fester zieht, Mut zu machen und einmal mehr zu zeigen, dass wir ganz fest zusammenhalten. Außerdem ist somit die Strategie nicht aufgegangen, die letzte Woche gefahren wurde, so nach dem Motto, wir sorgen dafür, dass nächste Woche nur noch 5 Leute dastehen. Ich gebe euch jetzt mal einen großen Applaus und ich bitte euch, euch gegenseitig einzusetzen. Vielen Dank für euren Mut. Es ist der, ja, ich sage das häufiger, man kann es gar nicht oft genug sagen, es ist der wunderbare Wahnsinn, der sich in all den Abgründen auftut. Licht im Dunkel, Mut in Zeiten der Angst und so viel Hoffnung. Und an all jene, die immer noch nicht verstehen, wovon wir reden. Schon Rosa Luxemburg sagte, wer sich nicht bewegt, spürt seine Fesseln nicht. Ihr Lieben, wir begrüßen heute unsere Brüder und Schwestern im Geiste aus Berlin, Bernburg, Blankenburg, Braunschweig. Aus Braunschweig möchte ich noch mal extra erwähnen, wenn ich mich richtig erinnere, war der Herr 97 Jahre alt und 87, Entschuldigung, ich hatte meine Oma gerade im Kopf mit 95. 87 Jahre alt, seine Frau 87! Und diese wunderbaren Herrschaften sind extra für uns nach Aschersleben gekommen und im Gespräch sagte die Frau, wir haben diese Scheiße schon einmal erlebt und deswegen sind wir da. Respekt für so viel Mut und Engagement. So, dann haben wir Düsseldorf. Wir haben Friedrich-Roda-Gotha, wir haben Gifhorn, wir haben Halberstadt, wir haben Helmstedt, wir haben Hettstedt, Köthen, Köllern, Landkreis Börde, Magdeburg, Mansfeld, Merseburg, Quedlinburg, Querfurt, Stadt Roda, Staßfurt, Wernigerode, Weißenfels, Zeitz und Zerbst. Und da wir bei Z sind, begrüßen wir auch Z wie Zivilpolizei! Mangölja, die Hoffnung nie aufgeben. Hannover, ja. Und Braunschweig ist auch da. Braunschweig hat die schon erwähnt, Hannover noch nicht, es tut mir leid. Hannover, willkommen! Super, danke, dass ihr hier seid. Leipzig ist auch da! So, ihr seht hier meine Aussage, nachdem ich letztes Jahr mit einer Holzlatte zusammengeschlagen wurde. Und diese Aussage habe ich auch im Namen von Frank getroffen. Unsere Knochen könnt ihr brechen, unseren Widerstand brecht ihr nicht! Heute mehr denn je für Verstand, Mut, Zusammenhalt und Zivilcourage. Sie steht für die Liebe zu unserem Land, sie steht für die Liebe zu unseren Kindern, unseren Vorfahren. Sie steht für Achtsamkeit und gegen blinden Gehorsam. Denn wo uns blinder Gehorsam hingeführt hat, haben wir mehr als einmal in der Geschichte erlebt. Was uns alle verbindet, ist Patriotismus. Und per politologischer Definition ist Patriotismus die Liebe zum eigenen Land, ohne andere Länder gering zu schätzen. Und das, genau das, beweist unsere Redlichkeit. Wir sind keine Nazis,
oder Rechtsradikale. Wir lieben unser Heimatland und wäre Nationalstolz ein Verbrechen, dann wäre die gesamte Welt schuldig, denn ein jeder Mensch liebt seine Heimat, nur dürfen es die anderen, während es uns abtrainiert werden soll, schlecht geredet und wie ein krimineller Akt dargestellt. Das Montagszitat und... Das Montagszitat und nichts wäre passender für uns heute. Der Patriotismus ist die mächtigste Offenbarung der Seele. Er repräsentiert den kollektiven Beharrungsinstinkt, der sich im Falle nationaler Gefahr an die Stelle des individuellen Erhaltungsinstinkts setzt. Gustave Le Bon, französischer Arzt, Soziologe und Psychologe. Patriotismus ist Altruismus. Er ist sozusagen das Hintenanstellen von persönlichen Interessen im Sinne des Erhaltes der Gemeinschaft. Was könnte es Größeres geben als Patriotismus? Und genau aus diesem Grund müssten Politiker eigentlich Patrioten sein, denn nur das würde garantieren, dass sie aus der Liebe zur Heimat, Empathie und der Fähigkeit zu Altruismus überhaupt in der Lage wären, ein Land im Sinne und Interesse des Volkes regieren zu können. Schauen wir uns diese infame Hampelbude an, Menschen, die dieses Land schon immer zum Kotzen fanden, Gestalten, die mit Vaterland nie etwas anfangen konnten, korrupte Personen, die ununterbrochen lügen und betrügen, widerliche Rotzlöffel, die noch nie in ihrem Leben gearbeitet haben und mit einer unfassbaren Kaltschnäuzigkeit ihre Phrasen runterbrechen, ungebildete Machtbesessene, die über Leichen gehen, und man könnte die Liste der Beschreibungen noch endlos fortsetzen. Die sind krank in der Birne, nicht wir. Die sind Zerstörer und Volksverhetzer, nicht wir. Sie machen jeden Tag aufs Neue das Schlimmste, was man tun kann. Sie verraten unsere Ahnen, sie verraten unsere Kinder. Sie verraten uns, und das auf eine so perfide Art und Weise, dass man einfach nur noch kotzen kann. Sie verraten auch mal ganz nebenbei die Migranten. Denn sie wissen ganz genau, dass die unkontrollierte Migration im absoluten Wahnsinn enden wird. Und es ist ihnen nicht nur egal, nein, das ist genau das, was sie wollen. Unruhen, Messerstechereien, Vergewaltigungen, Migranten gegen Deutsche und Deutsche gegen Migranten. Und während sich alle die Köpfe einschlagen, können sie im Hintergrund ganz unbemerkt weiterhin ihre dreckige Scheiße aushecken. Nicht mit uns! Wir sind stark! Wir sind stark, wir sind mutig, wir sind Patrioten. Und sie sollen sich daran gewöhnen, es zukünftig auf allen Demos zu hören. Wir werden nicht zulassen, dass die uns vernichten. Wir kämpfen friedlich, aber vehement, denn wir sind stolz, Deutsche zu sein. Und da wir bei den schmutzigen Plänen im Hintergrund waren, nun haben wir also angeblich in München den ersten Affenpockenfall, zufälligerweise in der gleichen Klinik, wie es damals, wo es damals den ersten angeblichen Corona-Fall gab, zufälligerweise der gleiche Arzt, der behandelt und in den Medien berichtet. Und natürlich gibt es auch schon den passenden PCR-Test, der hundertprozentig genau bestimmen kann, ob Affenpocken vorliegen, und absolut zufälligerweise auch kurz vor dem Auftreten die Entwicklung des Impfstoffes gegen Affenpocken. Es geht wieder los, und nun heißt es einmal mehr, während den Anfängen. Ein veröffentlichter Anruf im Klinikum in Schwabing ergab, dass man dort gar nichts von der Einweisung und Behandlung des Patienten null weiß. Schon komisch, wo es doch so gefährlich ist, dass man sich impfen lassen soll, dass isoliert werden muss. In Wien sucht man bereits händeringend Personal für eine Impfstelle ab Ende September. Denn soweit kann man ja die Ausbreitung bereits planen. Oder war es jetzt die Produktion der nächsten Giftblörrenampullen, die sicherlich auch wieder völlig nebenwirkungsfrei sein werden? Und an die Gutgläubigen, die nun eventuell meinen, es würde doch jetzt in den Medien gar keine Panik gemacht? Noch nicht. Wartet, bis
nach den Wahlen in Thüringen und Sachsen am 1.9. bzw. 22.9. in Brandenburg. So dämlich sind die nicht. Das geht erst danach los, wie auch bei Corona, wo SPD, Grüne und FDP versprachen, mit uns wird es keine Impfpflicht geben, um direkt nach der Wahl dafür abzustimmen. Den totalen Impfwahnsinn haben wir alle im Widerstand verhindert. Beschlossen war die allgemeine Impfpflicht nämlich schon. Und hätte es uns nicht gegeben, dann wäre das Volk jetzt durchgeimpft und es wären mittlerweile noch mehr Wohnungen für die Neubürger freigestorben. Nur mal ein Beispiel für die, die immer fragen, was wir denn mit unseren Demos erreicht haben. Drosten, ganz besonders niedlich, meinte übrigens letztens, dass die Maßnahmen in Deutschland nötig waren, weil die Bürger ein so geringes Bildungsniveau haben. Ja, und man nicht davon ausgehen konnte, dass sie ohne rigide Maßnahmen eigenverantwortlich richtig gehandelt hätten. Hammer, das ist es, was sie über uns denken. Alpha Kevin, die küchenschabige Dinkeldotte, bei der der Atomstrom die Netze verstopft. Fancy, irgendwie Deadkopf ist ein Gutkopf, ein Laser. Auch das lebende Zwölfmann-Zelt mit einer durch Nahrungsmittel erzeugten CO2-Bilanz, die ganz China, die China in einem kompletten Jahr nicht erreicht. Das Trampolin-springende Standgebläse. Der erste bekannte Zwerg mit Semidemenz, die verrostete Munitionshülse, der Insolvenzerklärbär für Gehirnamputierte und all die anderen asozialen Klappspalten sind natürlich viel schlauer als wir, das ist offensichtlich. Und bitte nicht drüber lachen, denn über Menschen mit schweren Behinderungen macht man sich nicht lustig. Ja, die haben gerade den ersten Fall hier, okay, ich rufe jetzt keine Quarantäne aus. Aber immerhin noch gut genug, um zu knuffen und deren erbärmliches Leben zu finanzieren. Schluss damit, dieser Dreck muss ein Ende haben. Sie haben abzutreten und zwar ohne Entschädigung, ohne weitere Finanzierung durch das dumme Volk. Handschellen sollen knicken und falls sie je wieder rauskommen, sollen sie arbeiten und können bei allen, die unter der Kasse den Scannerpiep imitieren, scheißegal. Sie sollen machen, was sie wollen, aber uns verschonen. Und was die Affenpocken angeht, natürlich nehmen wir das auf gar keinen Fall auf die leichte Schulter. Und auch wenn wir wissen, dass es vermutlich nur die betreffen wird, die sich schon bei Corona zum Affen gemacht haben, habe ich keine Kosten und Mühen gescheut und konnte für euch hier wenige, also ihr müsst dann nachher auslosen, Impfdosen heranschaffen. Moment. Oh, Zäpfchen! Ich so. Ich lege die dort hin, ihr könnt die auch halbieren und nach den Erfahrungen auf dem CSD möchte ich darauf hinweisen, dass es keine Zäpfchen sind. Zurück zu dem unfassbaren Unrecht, was uns heute und schon seit vielen Jahren überall im Land zusammen auf die Straßen bringt. 24/7 überziehen sie uns mit all ihrem Hass und all ihrer Hetze und immer ganz vorn dabei die Erfüllungsgehilfen der Lückenpresse, die uns öffentlich entrechten. Ein kritischer Beobachter hatte die öffentliche Berichterstattung über eine AfD-Veranstaltung und die Gegenkundgebung kurz zusammengefasst, geht ganz schnell, AfD-Demo, null verletzte Polizisten, null Festnahmen, null Sachschäden. Kommentare im öffentlich entrechteten, AfD ruft zu Hass und Hetze auf. Bei der linken Gegendemo zeitgleich 15 verletzte Polizisten, 25 Festnahmen, mindestens 5 brennende oder demolierte Autos. Kommentar im öffentlich entrechteten dazu, was glaubt ihr wohl? Es war ein friedlicher, bunter Protest. Ja, toll, diese sogenannten Journalisten.
Journalisten im vorauseilenden Gehorsam waschen sie den Menschen unermüdlich die Hirne. Das Hinterfragen wurde schon lange abtrainiert und sie schämen sich nicht einmal dafür, dies sogar öffentlich zu äußern. Erinnert euch an den Tierarzt Wieler, der, wie auch immer, Chef des Robert-Koch-Instituts wurde und öffentlich sagte, diese Maßnahmen dürfen niemals hinterfragt werden. Diese Maßnahmen dürfen niemals hinterfragt werden. Wenn Fragen und Hinterfragen verboten sind, und das war ja eindeutig seine Aussage, und zwar wieder besseren Wissens, wie die RKI-Protokolle beweisen, da kann man nur zu einem Schluss kommen, das sind diktatorische Maßnahmen. Fancy Laser arbeitet ohne Unterlass daran, die letzten Überreste der Meinungsfreiheit zu beseitigen. Die Judikative haben sie längst in der Tasche. Unzählige Richter haben Angst, ideologiefrei Urteile zu fällen. Sie befürchten, aus ihrem Amt entfernt zu werden. Pensionierte Beamte fürchten den Entzug ihrer Bezüge im Alter, wenn sie sich gegen dieses Regime aussprechen. Dementsprechende Fälle gibt es zuhauf. Dass die Angepassten davon nichts mitbekommen, bedeutet nicht, dass es nicht passiert. Erinnert euch, über wie viele Verbrechen in unserer Geschichte die Menschen nichts wussten, sind sie deswegen nicht geschehen. Diese Menschen leben wie die drei Affen, nichts hören, nichts sehen, nichts sagen. Und gestützt von einem System, das einfach nur stramm durchregieren will, verurteilen sie jeden Menschen, der sich seiner Sinne noch bedient. Aber es werden immer mehr, die aufwachen. Bei manchen fehlt vielleicht noch ein bisschen Mut oder das letzte Quäntchen Verzweiflung, aber sie beginnen zu verstehen und genau davor haben diese Volksträter am meisten Angst. Sie verfallen kollektiv in den Panikmodus und es geht nicht um die Angst vor rechts. Es geht um die Angst vor dem Machtverlust, um die Angst ums große Geld und vor allem um die Angst vor der Verantwortung. Wie meinten Spahn und Kretschmer und weitere, wir werden uns viel zu verzeihen haben. Die bitten nicht einmal um Verzeihung, keine Anzeichen von Reue, im Gegenteil, immer härter gehen sie gegen Kritiker vor. Gesetze und Strafen werden immer mehr verschärft und dann faseln sie von Verzeihung. Sie wollen einfach nur ihren Arsch retten, mehr nicht mit heiler Haut da rauskommen. Wenn es denen wirklich um Vergebung ginge, dann würden sie das Volk auch um Vergebung bitten, in Demut zurücktreten, ihre Schuld eingestehen und sie würden als allererste endlich aufhören, all jene zu verfolgen, zu bestrafen und zu diffamieren, die sich nichts weiter zu Schulden kommen ließen und lassen, als die Hintergründe all der Machenschaften aufzudecken, laut oder leise zu protestieren. All jene, die ihre Angehörigen verloren haben, all jene, die ihre Existenz verloren, all jene, die den Glauben an das Gute verloren, als das Schlechte immer mehr Überhand nahmen. Die verzeihen nichts, im Gegenteil, sie sind es, die völlig normale Dinge zu Straftaten erklären. Sie sind es, die die Anweisungen geben, uns niederzuknüppeln. Und sie sind es, die uns den Mund verbieten wollen. Soll mich doch mal jemand fragen, warum ich bei meinen Reden so emotional werde, warum ich manchmal wütend bin oder warum mir die Tränen laufen. Wie kann man ruhig bleiben? Wie kann man es ertragen, wenn man all diese Enttäuschung sieht, all die Geschichten hört, all die Hilflosigkeit? Wie kann man es ertragen, dass die eigenen Menschen so mit Füßen getreten werden? Wie kann man ertragen, was sie mit unseren Kindern machen? Und wie kann man gelassen bleiben, wenn man sieht, wie sie unsere Alten verraten? Ich will nicht ruhig bleiben. Ich will es nicht und ich kann es nicht. Und es reicht und es reicht schon lange und deswegen stehen wir hier zusammen. Und an die linientreuen Volksverblöder beim öffentlich Entrechteten. Ihr grenzdebilen Holzenden, eure Visagen kann niemand mehr ertragen. Ihr seid schlimmer als Feldmann und Unterlauf zusammen. Und eure verlogenen Gesichter dienen mittlerweile nur noch als Fotovorlage für die Kellerräume, um die Ratten fernzuhalten. Schämen solltet ihr euch im Grund und Boden und wir beten, dass ihr nicht wie die alten Stasi-Schweine eure Füße wieder in der Tür habt, wenn hier wieder der Wind der Meinungsfreiheit weht, denn ihr seid die Schlimmsten von allen. Durch eure schleimscheißende Angepasstheit ist all dieses Unrecht erst möglich geworden, angefangen bei der Corona-Plandemie über den Klimawahnsinn bis hin zu den Deportationslügen
und der unermüdlichen Ausgrenzung von Kritikern mit allen noch so unterirdischen Mitteln. Ihr seid die Stützpfeiler und Wasserträger dieser Karrieristen, korrupten Lügner und Betrüger. Ihr habt eure Seelen längst verkauft und ihr könnt euch gern weiterhin vorlieben, dass ihr nichts Falsches macht. Eure Blase wird schneller zerplatzen, als ihr denkt. An die Thüringer und Sachsen und Brandenburger, bei euch stehen die nächsten Landtagswahlen an. Ihr solltet keine Angst vor denen haben, die noch nie in Regierungsverantwortung waren und deswegen auch keinerlei Schuld an dem tragen, was hier passiert. Angst müsst ihr haben vor denen, die das eingeleitet haben und vor denen, die es fortführen. Angst ist geboten bei denen, die die Ungeimpften in Lager stecken wollten, die Ausgangssperren verhängt haben, die von Zwangsmaßnahmen sprachen und diese auch durchführten. Angst müsst ihr fühlen bei denen, die noch immer nach Offenlegung der RKI-Akten diejenigen vor Gericht zerren und verurteilen, die bewiesenermaßen in allem Recht hatten. Angst müsst ihr vor denen haben, die zu Kriegsbereitschaft aufrufen, die eure Kinder in den Schulen wehrtüchtig machen wollen. Angst müsst ihr haben vor denen, die unrechtmäßig und undemokratisch mit dem Arsch auf einem Ministerstuhl sitzen, obwohl sie niemals gewählt wurden. Und Angst solltet ihr haben vor Mario-Mettbrötchen, dem Gammelfleisch in der thüringischen Politmetzgerei mit einem Nasenfahrrad wie eine schwarze Klobrille, der ein ganzes Fernsehstudio inklusive Moderatoren auf seiner Seite braucht, weil er sonst einer Diskussion mit der Opposition nicht standhalten kann. Nächste Lullikopf aus der Mimi-Mimi-Mimi-Brigade. Fragt euch, warum sie immer vor den Wahlen alles versprechen, was sie in der zurückliegenden Legislaturperiode längst hätten machen können. Wenn sie ernsthaft vorhätten, etwas zu ändern, dann würden sie das direkt tun. Dafür müssen sie nämlich nicht auf die nächste Amtszeit warten. Gebt denen eine Chance, die es vielleicht besser machen werden. Und wenn nicht, dann gehen wir auch wieder auf die Straße. Aber die Chance auf eine positive Veränderung steht bei der Opposition zumindest 50-50, bei den Altparteien bei minus 5.000. Wir werden weiter demonstrieren. Wir werden die Brücken zum Leuchten bringen. Wir werden aufklären, wir werden durchhalten. Wir werden manchmal innehalten und jeder von uns wird eine starke Schulter brauchen, die Schutz gibt und einen Arm, der wieder aufrichtet, aber darum mache ich mir keine Sorgen. Wir sind verbunden miteinander. Das allerschönste Geschenk, das diese furchtbare Zeit mit sich bringt. Nächste Woche werde ich über meine erste Ausschusssitzung im Stadtrat sprechen. Ich fand das heute unpassend. Mit Details, die die Presse gern für sich behalten hat, was mich aber nicht wundert, wenn man als Zeitungsredakteurin betont freundlich, also in unseren Kreisen würde man das verschwörerisch nennen natürlich, es gibt ja immer verschiedene Begrifflichkeiten, je nachdem, auf welcher Seite man steht, vom Ausschussvorsitzenden verabschiedet wurde mit den Worten: Kerstin, wir freuen uns schon auf deinen Bericht morgen früh um 8. Und als unabhängige Zeitungsredakteurin möchte man vielleicht die alten Freunde auch nicht enttäuschen. Ich kann euch sagen, mir ist einmal mehr der Arsch geplatzt. Aber das wird dann in der nächsten Rede vorkommen. Außerdem dann Infos zu den tausenden Impfbefreiten in den Riegen der Politiker und Eliten, die es nämlich gegeben hat. Die traurigen neuesten Messerdelikte und sonstige Katastrophen und wie die Nationale Front 2.0 weiterhin nichts, aber auch gar nichts unternimmt. Abschließend eine historische Erinnerung an die, die meinen, man müsse sich über Polizeigewalt nicht wundern, wenn man einen Spaziergang nicht anmeldet. Ja. Frage an eben jene. Wie war das nochmal? Warum fandet ihr die Bauern unter Luther und Münzer so tapfer? Und glaubt ihr, die haben vorher bei der Kirche ihren Protest beantragt? Und warum dreht ihr Filme und schaut ihr Filme über den Widerstand in der DDR und feiert die Menschen? Ich war dabei. Wir haben nichts beantragt. Gar nichts. Warum liebt ihr die Filme, in denen Menschen sich gegen ein herrschendes System aufregen, das ungerecht ist? Und träumt davon, auch mal so mutig zu sein. Und genau wenn ihr es könnt, macht ihr es euch lieber mit einem Leberwurstschnittchen auf der Couch gemütlich, schaut noch eine Runde Idioten-TV und fallt denen noch in den Rücken, die auch für euch mitkämpfen. Ja.
Wir sind das Volk, genau. Und ohne uns wären die einfach nichts. Ich verstehe, dass nicht jeder hier stehen kann. Die Repressalien sind groß geworden, aber verratet die Helden der Neuzeit nicht auch noch. Zeigt Würde, zeigt Anstand und zeigt Solidarität. Dann eventuell im Stillen. Bitte, es gibt viele Möglichkeiten, aber verratet nicht eure eigenen Menschen. Wehret den Anfängen. Ihr Mutigen hier wie gewohnt am Ende meiner Reden unser gemeinsames Widerstandsgebet. So, muss noch mal kurz ein Stück gerade rücken. Dies, mit C, immer, ich trage immer noch mit C, weil kann ja sein, es wird noch mal verboten. Einfach, ich habe 365 Schlüpfer mit C und 365 mit Z und dann kann ich immer wechseln. So, diese Regierung ist die schlechteste für uns, aber die beste deutsche Regierung, die Amerika je hatte. Und deswegen an die Volksväter unter der grün versifften Glaskuppel in Berlin. Ihr seid unsere Angestellten und als eure Arbeitgeber sagen wir euch, ihr seid gefeuert!